Berlin und herzlich willkommen hier zurück zu Scamp. Ja, oh, letzte Folge war ja mal wieder sportlich. Sportlich, Leute, sportlich. So, Munitionscheck. 7 Schuss. Mach mal ein frisches Magazin rein. Wie viel hast du drin? Ich habe nicht drauf geachtet. 30 Schuss, okay. Ja, also da hat der Schalldämpfer ja nicht lange gehalten, ne? Da hat der Schalldämpfer ja nicht lange gehalten. Okay, ich will natürlich auf jeden Fall noch einmal zurück. Du musst da dichter ran, das wird sonst hier nichts. Puppe. Hab ich was getroffen? Habt ihr was gesehen? Ah ja, da hinten möchte ich gerne... Oh, dieser Schatz. Möchte ich gerne noch mal gucken wollen. Das waren ja wie so 2, 3 Stück. Aber da könnt ihr mal sehen, dann kommen echt so viele. Habe ich ihn jetzt erwischt oder... Ich habe gar nicht nach meiner Gesundheit geguckt, Leute. Alles klar, ist okay, ist okay. Ja, ich habe ihn hier erwischt. Was ist das? Mütze. Nee. Ich nehme mal das Auge vorsichtshalber mit, wo ich immer noch nicht so hundertprozentig weiß. So, aber wir haben mal geschossen. Pfeile, wie sieht's aus? 7, 13, 11. Ich bin nur ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen ruhiger, entschuldigt. Ja gut, so schnell. Diese selbstgebauten Schalldämpfer sind Müll. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich finde ich es ja auch gut, dass die Müll sind. Mach mal lieber zu. Ja, war echt ein knappes Ding, Leute. War ein knappes Ding. Kann ich hier irgendwas reparieren? Muss ich hier irgendwas reparieren? Das zum Beispiel. Kann man machen. Das kannst du auch mal reparieren. Dann ist wenigstens der Dings gleich weg. Schere habe ich gesehen. Braucht man auch irgendwann. Ich nehme mal einfach jetzt eine mit. Ah, guck mal.
Ja, ich würde hier schon mal gleich alles durchreparieren, wisst ihr? Denn der ist zu 100 pro reparieren. Kann ich die nicht hier unten mit reinpacken? Oder ist die zu schwer? Ist zu schwer. Kann ich da nicht vielleicht ein paar Dinger reinlegen? Guck mal hier. So klitze, 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 Kleinigkeit. So. Wie sieht's denn aus? Aber dafür sind wir echt noch glimpflich. Aber Leute, ich bin echt voll Panik. Ey, absolute Panik. Ey. Ich weiß gar nicht warum, aber war echt hart. War echt hart. Für mich schon. So, das, so. Was wollte ich jetzt? Keine Ahnung, ne? Doch, du kannst mal was trinken. Trink mal drei Schluck. Ach so, ich wollte noch reparieren, ne? Wie sieht's mit unserer Keule eigentlich aus? Die kriegt auch noch mal, die fahre ich auch noch mal auf. Ich habe extra die. Wo habe ich jetzt gesagt, alles oder was? Nee, dann stopp. Das reicht. Die reparieren. Die Schuhe mache ich mal. Gleich einmal kurz die Gunst der Stunde nutzen. Das sieht noch gut aus. Das ist noch okay. Ah, ja. Da brauche ich höchstwahrscheinlich Elektro. Den möchte ich auch immer gerne auf 100 haben. Aber dann kannst du das auch noch machen. Boah, Mann. Vielleicht solltest du einfach mal die Weste noch anziehen. So. Okay, Knüppel. War hier das Auto? Oh, hier ist noch eine Hütte, wo man rein kann. Das ist Whisky, würde ich jetzt erstmal nicht nein sagen. Klingt jetzt komisch, oder? Flugfeld, Brücke kaputt. Neun Regeln. Okay. Ne, aber das sage ich euch, da ging mir eben also wirklich, aber alles, alles, da bin ich ja überhaupt nicht für zu haben. Also gut, wir haben hier diesen Lader. Ohne ist noch ein Zombie. Hast du gut gemacht? Ja, aber es ist echt Wahnsinn. So eine Idee von mir wäre ja auch noch, aber ich weiß das System nicht so ganz, wie das hier so mit den Zombies vonstatten geht, also so mit dem Spawn und so. Weil sonst könnte ich mir, oder wie viel, oder ob das unendlich ist. Ja, okay.
Ich habe das noch nie gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich habe das noch nie gemacht. Wartet, ich gucke mich noch einmal um. Ich will auch mal sehen, wie groß so ein gottverdammtes Rad ist. Wo war der Wagenheber? Da muss ich den in die Hand nehmen. Nach rechts, vorwärts stupsen. Nein. Wagenheber am Fahrzeug montieren. Okay. Wie groß bist du jetzt? Ja, du bist schon ganz schön groß. Aber guck mal, ich könnte dich doch in den Kofferraum packen. Den hätte ich schon mal, wir haben dann ja schon mal ein Rad. Stoßstange. Karosserie entfernen. Okay. Service beenden. Finde ich ganz interessant. Das System finde ich wirklich gut gemacht. Okay, Leica, wir haben hier Stoßstange. Es geht eigentlich hauptsächlich um Motor und Räder. So, ich würde sagen, weiter zum nächsten. Ne, mach langsam. Ja, und nimm bitte auf die 3 dein. Kannst ja noch mal gucken, vielleicht findest du noch ein paar Pfeile wieder. Unser Moped. Allein dann auch aufs Moped zu springen, ne? Wo man genau weiß, man braucht ewig. Die Weste macht dir echt zu schaffen, ne? Ich glaube, die würde ich das nächste Mal auch zu Hause lassen. Oh, wir haben da ja noch einen zweiten dann stehen. Oh. Oh ja, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Also, hier fehlen komplett die Räder. Geil, auch schön animiert. Motor. Okay, aber dafür gibt es eine Haube. Ich brauche Motor und Sitz und 4 Räder. Erstmal. Da vorne ist noch ein Zombie. Ist ziemlich weit weg. Aber mit den Dingern kriegt man echt. Ich weiß ja nicht, ob ich den mehrfach getroffen habe, aber ich denke mal nicht. Oh, ich erschrecke mich jedes Mal nach diesem Geräusch. Ich denke immer, da kommt noch einer um die Ecke gezwirbelt, ey. Oh. Eile. Okay, 6, 10 Stück haben wir noch. Der andere ist bestimmt noch weiter durch. Ja, ich mach's uns nochmal. Oder wir machen nochmal eine kleine chillige Runde am Lager.
Ja, wo wir dann in aller Ruhe gemeinschaftlich vielleicht mal ein paar Sachen craften oder so, wer Bock hat. Gummistiefel, Samen. Okay. Ich meine, das Problem ist, ich würde ja sagen, ah, gut Leute, ich mache den Rest dann so eben mal so ein bisschen, aber ihr seht ja selber, da kann ganz fürchterlich in die Hose gehen, ne? Ach so. Ja, warte mal. Mir ist da gerade was eingefallen. Ja, nee. Vorwärts, stupse, stupse, stupse. Kein Sprit drinne. Ne? Scheint nicht, ja, weil höchstwahrscheinlich kein Motor drin ist oder was. Das kannst du natürlich haben. Gut, fahren wir mal weiter. Unsere Tasche ist eh voll. Das ist falsch, oder meinst du, ich fahre jetzt, oder was? Das kannst du wohl knicken. Die letzte Folge steckt mir ein bisschen in die Knöchels. Aber wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Wir fahren das wie folgt. Wir fahren jetzt hier jetzt einfach mal lang und lassen das mit dem Looten. Weil ich sag mal, so ein wahnsinniger Loot ist nicht. Wir gucken jetzt hier hauptsächlich mal nach Autos. Ah ja. Ja, dieser Schrei, ne, der ist ja fürchterlich, ne? Okay, hier wäre auch noch was. War auch keine Reifen, keine Haube, kein Motor. Da ist ein Zombie. Da kommt ein Zombie. Ziehen ist noch gut. Nur nicht gegen Baum fahren. Also Leute, ich sag mal, wie es ist, ne? So mal eben ein Auto zusammenzuklöppeln. Ey, das ist echt nicht mehr einfach. Fand ich es schon ein bisschen, ich will nicht sagen schwer, aber ne, Batterie finden, Sprit, alles gut und so. Hier ist nichts. Aber jetzt, meine Herren. Also, da muss ich sagen, das ist wirklich. So, den möchte ich mir jetzt hier mal ein bisschen entspannter angucken. Da ist auf jeden Fall ein Pickup. Heckklappe fehlt, alle vier Reifen fehlen, Beifahrersitz ist drin.
Motor fehlt. Mein Problem ist auch, ich weiß ja auch gar nicht, wie man sowas wegkriegen soll. Also, wir haben hier einen Beifahrer im Fahrersitz. Das ist ja schon mal gut. Ich weiß, in dem einen Dorf haben wir einen Reifen und ein Fahrersitz fehlt. Es ist die Frage, kriege ich den Sitz in den Kofferraum? In den Kofferraum, in den. Das will ich jetzt mal sehen. Wagenheber am Fahrzeug anbringen. Rack sieht fort. Zieht Front Left. So, okay. Den hast du jetzt in der Hand. Ja, Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie soll ich bitte schön das Ding dann wegkriegen? Geschweige denn, wie fett ist denn ein Motor? Boy. So, jetzt mal Frage, wo sind wir überhaupt? Wir sind jetzt da. Ich versuche jetzt einfach mich durch hier mal durchzuschlagen zur Straße runter. Meine Güte. Und das. Das ist echt hart. Das finde ich echt hart. Weil ich sag mal so. Ich dachte, hier steht ein Auto. Es ist okay. Also. Naja, gut. Nehmen wir mal so hin. Keine Ahnung, was ich dachte. Aber. Weil ich weiß, es gibt ja auch noch eine Lichtmaschine. So, wir sind jetzt hier. Wir fahren mal zur Kreuzung, schauen mal. Also ich sag mal, ich will jetzt nicht hier ein picobell fertiges Auto stehen haben, aber vielleicht so, dass man. Ja gut, okay, naja, ich meine. Ich sag mal so, wenn man ehrlich ist, ne, wenn wir richtig Geld zusammenkratzen und nachher dementsprechend die Punkte haben. Dann würde ich immer noch sagen, kaufen wir uns nachher einfach eins und dann bist du durch mit dem Thema, ne? Serpentin runter. Wir fahren hier runter zur Kreuzung. Weil auch Reifen, also maximal ein Reifen in meinem Rucksack oder wenn wir halt ein Boot haben. Was wir mit dem Boot denn Sachen holen, da kriegen wir dann vielleicht zwei Reifen rein. Ach du Scheiße, das ist ein Tunnel. Nee, das lassen wir. Da kann ich gar nicht mit um. Hier ist auch keine Tankstelle. Ich glaube, hier ging es ja runter zum Dorf, ne? Ah, da geht's runter zum Fischerdorf. Da ging es runter zum Fischerdorf, Leute. Wisst ihr was? Da fahren wir einfach mal runter. Da kann ich tanken. Thank you.
Aber ich würde mal sagen, Kollegin, du bleibst hier stehen, okay? So, hier stehen bleiben. Einmal den. Um das mal so zu sagen. Wie war das? Ins Wasser springen und schwimmen, ne? Oder so? Aber nicht mit dem Rucksack. Da gehen wir nämlich runter wie Stein. Die Weste ist auch nicht so prickelnd dafür zum Schwimmen. Ist ja was trinken könnte ich eventuell. Sagt die Zeit. Ey, die rennt auch. Ah, die Weste bringt sie echt zu. Ich meine, warm ja, aber die Weste ist für sie echt hart. Also auch hier nur Benzin und eventuell. Was trinken. Warte, ich mache erstmal den Sprit voll. Sonst macht er mir nämlich den Spritkanister voll. Ist mir ein bisschen zu ruhig hier, Leute. Aber es ist so, dann kommen die kleinen Drecksäcks, spawnen auf einmal so vor deiner Nase und sagen, ich habe mich nur gut versteckt. Nee, nee, Spiel, das ist volle Absicht. Ich nehme mal den ganz außen. Ja, ist das das, was wir da mal hingelegt haben? Oder. Geh ruhig runter. Mein sowas da, Lampen. Mein Gott, total lächerlich. Das ist ja total lächerlich. Okay, nächster Kanister voll. Also das ist schon mal gut, dass wir dann wissen, wo was ist und so. Das finde ich klasse. Ich bin am Überlegen, einmal hier an die Automaten wegen Trinken. Mehr würde ich dann auch tatsächlich nicht machen. Was ist das? Toastbrot. Doch, das nehme ich auch. Das nehme ich auch noch mit. Geld. Natürlich. Das ist Bier. Das brauchen wir nicht. Da ist noch ein Wagenheber. Ich drehe durch, ey. Okay, mehr können wir eh nicht. Du kannst eh nicht mehr. Ja, ich weiß, du willst einmal reingucken. Machen wir. Sehr gerne. Da ist ein Holster. Ist das besser als unseres? Nein, natürlich nicht. Guck mal hier. Ja, Geld. Ich hab's dir ja gesagt. Ja, ich weiß. Leute. Nadel und Faden. Nehme ich auch mit. Gar kein Problem. So, können wir jetzt wieder gehen? Danke. Und da geht's los. Ungerne. Scheiße. Ey.
Ging schon mal besser, aber auch schon schlechter. Gehen in den Entspannungsmodus. Leichter Trab, bitte. Ist er jetzt gerade weggespawnt? Gerade sagen. Und doch, guck. Mehr waren es nicht, ne? Nein, wir waren bei 6. Hast du den Knüppel? Ja, komm, zurück zum Moped. Victualenz Shipping Yard. Obwohl, ich muss mich ja berichtigen, das ist ja auch gar kein Fischerding, das ist ja eine Werft. Eine Schiffswerft. Trink mal nochmal. Oh, die Folge ist auch schon wieder rum, Leute. Wir gehen auch gemeinschaftlich zum Motorrad. Okay, komm, das reicht. Ja, das ist eigentlich liegt es ja auch nur daran, dass wir null Platz haben. Es würde mir ja schon echt viel bringen, wenn man so Satteltaschen oder sowas auf dem Bock hat. Oder noch ein anderes Motorrad, was vielleicht. Ja, ich. Schwierig. Schwierig. Wir planen gleich mal. Das hier zum Abschluss. Einmal kurz durchplanen. Ist die Maschine da? Okay, also da unten brauchen wir jetzt nicht rein. So, lasst uns einmal kurz auf die Map gucken. Wir sind jetzt hier. Kennen wir ja eigentlich schon. Hier hinten, Flugfeld etc. waren wir noch nicht. Ich würde sagen, ich fahre hier rum. Fahr uns nach Hause. Mach Dinge, also dass wir wieder fit sind. Und dann würde ich sagen, fahren wir einmal hier rüber. Okay? Machen wir so. Aber das machen wir dann zusammen, ne? Also ich denke von hier, das kennt ihr ja auch, fahren wir dann los da rein. Ja, machen wir. Okay, gut. Also Leute, macht's gut. Euer Maruk. Ciao und schönen Dank fürs Zugucken. Morgen wird's bestimmt interessant. Ihr seht ja immer Überraschung. Immer Überraschung.